Kleine Freude, großer Umsatz. Das Geschäft mit den 24 Türchen. Letzten, den ich bezahlt habe, der hat 120 Euro. Ja, ich kenne einen mit kleinen Weinflaschen. Die sind ja extrem teuer, die kosten so 200 Euro. Kosmetik, Tee, Sexspielzeug und Gewürze. Fast jede Branche mischt inzwischen mit. Die Produktion der Adventskalender ist tatsächlich das größte und aufwendigste Projekt. Max zeigt, wie lukrativ das Geschäft mit den Adventskalendern ist und blickt hinter die Kulissen der Macher. Los geht es bei einem dieser Macher. Max bei Gewürzhersteller Ankerkraut. Die Geschäftsführer Anne und Stefan Lemke schwimmen auf Erfolgskurs mit ihren Adventskalendern. In diesem Jahr sind es bereits 6 verschiedene. Der günstigste? Knapp 17 Euro. Die Deluxe-Ausgabe? Fast 150 Euro. Der Adventskalender ist für uns ein perfektes Tool, um Kunden, die uns noch nicht kennen, unsere gesamte Breite darzustellen und zu zeigen. Der kauft den Kalender und hat 24 Gewürze. Ja, also ganz tolle Möglichkeit, mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Hat Ankerkraut im ersten Jahr nur knapp 200 Adventskalender verkauft, waren es 2019 bereits 30.000. Und 2020 verdoppelte sich der Verkauf. Während sich ihr Team schon Ideen für die nächste Saison überlegt, sind die Hessen noch dabei, für diesen Advent Schönes zu entdecken. Wie hier im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach. Wer freut sich auf was? Ich bin eher so die typische, okay, Douglas, so, oder alles, was für den Körper, das sind so. Ich freue mich eigentlich jeden Tag darüber, wenn man dann halt jeden Tag eine Überraschung im Adventskalender findet. Wir haben einen mit Bilderbüchern gekauft. Das pralle Geschäft mit den 24 Türchen. Im klassischen Schokoladenladen werden die Kalender immer pompöser. Und das kostet. Aber Verkäuferin Julia Beckel verkauft längst nicht mehr nur Schokolade, sondern auch Spiele. Mittlerweile geht der Trend einfach zu einem Criminal oder halt eben, wie jetzt im Moment diese Escape Rooms, dass man vielleicht ein Rätsel dazu lösen muss und dass man sich so einfach die Adventszeit versüßt. Versüßen mit Kriminalroman oder wem das schon zu eintönig erscheint, kann es auch digitaler haben. Welches Türchen geöffnet wird, entscheidet eine App. Den insgesamt größten Umsatz holen mit rund 35 Millionen Euro die Spielzeugkalender. Ganz vorne mit dabei Playmobil und Lego. Über 38 Kalender hat allein Playmobil im Sortiment. Alle kosten zwischen 20 und 40 Euro. Figuren mit großer Wirkung im Adventskalender. Das hat auch ein Start-up-Unternehmen erkannt. Spielwarenhersteller Craze schaffte mit Magic Schleim oder Bibi und Tina gute Gewinne, erzählt Prokurist Florian Lipp stolz. Also vom Weihnachtsgeschäft sind wir hier bei Adventskalender etwa bei 20%. Ja, wie wir wirklich nur mit Adventskalender machen. Es ist mittlerweile ein großes Geschäft, was uns das ganze Jahr mittlerweile in der Entwicklung, im Vertrieb beschäftigt. Also auch glückliche Hersteller. Denn die meisten Verbraucher kaufen ihre Adventskalender noch fix und fertig im Laden. Das sind 73%. 23% kaufen Kalender zum Befüllen. Und 17% machen ihre Kalender komplett selbst. So wie Sie. Irina Kies aus Niederdorf-Helden. Kleine Geschenke im Wert von 60 Euro verpackt sie für ihre beiden Kinder. Das heißt 48 mal Schleife binden. Sie macht es gern. Ich kenn's so, ich bin so gewohnt. Ich fand's schön als Kind und warum sonst meine Kinder? Ich hoffe, meine Kinder finden's auch schön. Das mit dem Adventskalender aus Kindertagen, da haben noch viele Hessen Erinnerungen dran. Wir hatten manchmal auch so einfach am Treppengeländer so kleine selbstgemachte Geschenke. Den typischen Schokokalender, den hat man ja immer irgendwann mal gehabt. Ja. Ich war eher so der Kandidat, der hat hier vorher schon gegessen. Ein Stofftuch mit meinem Namen drauf und dann drauf gestickt 24 kleine Figuren und Zahlen. Und dann hat meine Mutter da immer irgendwelche kleinen Sachen einzeln eingepackt. Der Countdown bis Heiligabend ist längst nicht mehr nur reine Kindersache.
Adventskalender machen den Großen und den Kleinen Freude. Und ganz besonders denen, die daran viel Geld verdienen.